Wie hätte es auch anders sein können? Auch in diesem Jahr lieferten sich die Schützen wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen oder besser gesagt Schießen an der Erler Vogelstange. Nach einem regelrechten Schießmarathon holte dann endlich Manuel Jakob um 15.14 Uhr mit dem 497. Schuss den Vogel von der Stange. Königin ist Janine Gülcher, die nun gemeinsam mit dem Ehrengefolge Beate Koch und Georg Krümping sowie Bettina Breil und Andreas Pass das Erler Schützenvolk ein Jahr lang regieren wird. Es regnete in Strömen. Kein Wetter für Ewald Gruttendorst, der anschließend dies etwas enttäuscht bestätigte und zum wiederholten Mal im Endkampf gemeinsam mit Tobias Greving und Manuel Jakob versuchte, dem Vogel den Garaus zu machen. Geschafft hat es dann Manuel Jakob, der in diesem Moment... Ja, bin gerade sprachlos. Aber hast du dir schon lange vorgenommen? Der Chronik nach, ja. Über Nachwuchs braucht sich der Allgemeine Bürgerschützenverein Erle auch zukünftig keine Sorgen zu machen. Einer von den Youngstern, wie sieht's denn aus? Schützenkönig werden heute? Noch nicht, aber wir trainieren für die Zukunft und dann mal gucken, was die nächsten Jahre machen. Vielen Dank. Bitte. Was ist denn mit dir? Willst du nicht heute mal den Vogel abschießen? Nee, dieses Jahr noch nicht. Und warum nicht? Nee, wir fahren mit von Holland Malle. Wir haben nicht so viel Zeit. Das Zelt war an allen drei Festtagen voll. Während der Parade am Sonntag spielte sogar das Wetter mit und außergewöhnlich viele Menschen und Schützen beteiligten sich am Umzug durch das Dorf. Musikalisch begleiteten vier Musikkapellen die Parade und sorgten für die richtige Stimmung. Partystimmung auch in der Nacht im großen Festzelt von Wenzel Schwering. Hier wurde getanzt, gerudert, marschiert und wieder getanzt, bis in die frühen Morgenstunden hinein. Ja, lieber Ludger, wie war denn das Jahr? Da ist die Kamera, da gucken wir jetzt hin, auch wenn es schwer fällt. Ja, fällt nicht schwer heute, alles viel. War ein schönes Jahr, schöne viele Termine, viele nette Leute kennengelernt. War alles super, also war wirklich toll. Und Erle macht gut mit, macht einfach super Spaß. Ging schnell vorbei, die Zeit, oder? Das Jahr geht immer ruckzuck vorbei und wenn alle gut drauf sind, dann sowieso. So am Rande? Ja, unser König hat ein super Jahr hingelegt mit deiner Majestät und alles. Und super, wir finden jetzt auch noch einen neuen. Wir warten drauf, wer es wird. Danke. Einfach fantastisch, wie alle auch diesmal wieder mitgemacht haben. Ja, der liebe Präsident, das war ja eine super, super Parade am Sonntag. So viele Teilnehmer. Was glaubst du, wieso das so gut angenommen wird? Ja, weil die Erler freuen sich auf dieses Fest. Wir haben ja nicht ganz viele Feste in Erle. Das Schützenfest ist das Fest. Und ich bin ja auch selbst überwältigt, wie jung und alt hier zusammenhalten und zusammen harmonisieren und das Fest begleiten, mitmarschieren. Also ist einfach schön. Ich denke mal auch, bedingt durch Vorstands- und Offiziersarbeit, wir wollen nah beim Schützen sein. Und ich denke mal, das macht sich auf Dauer bemerkbar. Und das hat man ja heute gesehen, wie viele jetzt noch in der Reihe stehen, um jetzt schießen zu dürfen. Ist einfach toll. So, jetzt muss ich mal einen Schnitt machen. Ich brauche noch eine Frage. Wir haben ja hier viele Anwärter. Gibt es da einen, lieber Arno, den du gerne heute als König sehen möchtest? Ich sehe alle gerne als König. Es wird welche geben, die nachher im Endkampf stehen. Aber da möchte ich jetzt noch nichts zu sagen, dann du verstehst das. Ne? Ich kann jetzt nicht schon ein Exempel statuieren und sagen, der macht es. Ich sehe sie alle gerne. Bei wem würdet ihr denn jetzt so dicke Geschosse einlegen zum Ende? Wir legen keine dicken Geschosse ein, weil wir uns an die Gesetze halten und dann nur eine Patrone Munitionsart haben. Alles klar. Ist so. Und was wünschst du dem zukünftigen König? Ich wünsche ihm viel Freude in seinem Jahr der Regentschaft. Aber das kenne ich aus den letzten Jahren. Ich mache es ja mittlerweile schon einige Jahre. Und wir haben immer Königspaare gefunden, die den Schützenverein nach außen hin aufs Beste präsentiert haben. Vielen Dank, Arno Brommel. Gerne. Präsident des Erler Schützenvereins. Wie heißt das richtig? Erler Bürgerschützenverein. Bürgerschützenverein Erle e.V. Genau. Dankeschön. Bitteschön. Aber wie alles im Leben nun mal ist,
Alles hat ein Ende, auch das Erler Schützenfest. Aber bevor hier alle Lichter ausgeknipst wurden, feierte der neue Thron bis in die frühen Morgenstunden.